Halleluja. Lasst uns aufstehen zusammen. Wir wollen mit Gebet starten. Jesus, wir sagen danke, dass du hier bist. Wir öffnen unser Herz jetzt für dein Wort. Wir schneiden alle anderen Zugänge ab und wir öffnen uns für das Wort Gottes. Alles Falsche ist jetzt weg und wir öffnen unser Herz, unsere Ohren, unser Verstand, unsere inneren Menschen für das, was du zu sagen hast. Und das Wort Gottes ist wie ein zweischneidiges Schwert. Es durchdringt Mark und Beine, Richter der Gedanken und der Gesinnungen des Herzens. Und genau das wird heute geschehen. In Jesu Namen. Wir danken dir, Jesus, dass wir jetzt lernen dürfen von deinem Wort. Wir nehmen es mit Freude auf und wir sind bereit, die notwendige Schritte zu tun. Und alle sagen, Amen. Schön, dass du da bist, darfst dich gerne hinsetzen. Schön, dass du online dabei bist, dass du eingeschaltet hast. Lass uns direkt loslegen mit dem Thema, heute mit dem Thema Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Alle zusammen? Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Wer von euch kennt so Momente, wo man denkt, oh, was wird derjenige denken? Was wird meine Schwiegermutter sagen? Was wird mein Chef sagen? Was wird mein Ehepartner sagen, was geschieht, wenn ich das und das und das tue? Oft Menschenfurcht. Wer hat sowas schon mal erlebt in seinem Leben? Den schmeißen wir heute raus. Aber wenn man etwas rausschmeißt und da wird nichts ersetzt, dann ist die Rückfallgefahr sehr hoch. Somit muss dieser Menschenfurchtsort ersetzt werden mit Gottesfurcht. Dann wird's gut. Deswegen Gottesfurcht statt Menschenfurcht. Oswald Chambers hat gesagt, ein Baptistenpastor, der sehr, sehr bekannt ist, das Bemerkenswerte an der Furcht Gottes ist, dass wenn du Gott fürchtest, du nichts anderes fürchten musst. Wenn du aber nicht Gott fürchtest, dann fürchtest du alles andere. Ist das gut? Wenn euch irgendwas gefällt, hier macht einfach Fotos. Genau. So, lass uns mal hineinschauen in eine Grundaussage, die jeder von euch schon gehört hat. Und dann wollen wir versuchen, das zu verstehen. Was ist Furcht Gottes? Was ist Furcht, die schlecht ist? Und was ist Furcht, die gut ist? Lass uns hineinschauen in 1. Johannes Kapitel 4, Vers 18. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Furcht treibt, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht hat es mit Strafe zu tun. Wer sich aber fürchtet, ist nicht vollendet in der Liebe. Also Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Angst, also ich nenne es mal die negative Angst, die hier erwähnt wird mit dem Wort Furcht, die negative Angst, ist dazu da, damit sie ausgetrieben wird. Es ist ein Geist, der dich plagt. Der Geist, nach 2. Timotheus 1,7, der Angst muss ausgetrieben werden, denn wir haben keinen Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Können wir Amen sagen? Der Geist der Angst ist nur dazu da, um ihn auszutreiben. Wie? Durch die vollkommene Liebe. Wenn die vollkommene Liebe reinkommt, muss die schlechte Angst fliehen. So ist es, ganz einfach, ja? Hier steht drin, nicht die Liebe treibt die Furcht aus. Hier steht drin, die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Hinter der vollkommenen Liebe steckt ein Wesenszug Gottes. Nicht nur ich liebe dich und du kannst machen, was ich will, was du willst, ja. sondern die vollkommene Liebe kommt und mit der Liebe kommt ein Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Dieses Bewusstsein der Gegenwart Gottes nennt man Ehrfurcht. Das Problem in der deutschen Sprache ist jetzt, Furcht ist schlecht, Ehrfurcht ist gut. Das ist ein Problem jetzt, ja, mit unserer deutschen Sprache. Nennen wir sie einfach mal Angst. Angst muss raus, Ehrfurcht muss rein. So ziemlich simpel, ja. In der vollkommenen Liebe ist das Wesen Gottes enthalten. Und wenn sie reinkommt, verändert sie dein Denken. Dein Wesen. Es ist ein Unterschied zwischen Wissen und Bewusstsein. Beispiel. Wir haben ein hohes, in Deutschland, hohes Bewusstsein von Mülltrennung. Wenn mal einer was daneben in einen Turner macht, das geht doch gar nicht. Warum? Weil es wurde infiltriert in die Deutschen, ja, dass sie unbedingt Müll trennen müssen. Das war einfach ein Wissen.
Und dann, nachdem du viel getadelt wurdest, kamst du ein Bewusstsein. Wenn jetzt jemand was falsch macht beim Mülltrennen, dann kommt dein Bewusstsein und geht dagegen. Okay? Das ist der Unterschied zwischen Wissen und Bewusstsein. Wenn du jetzt also ins Ausland gehst, wo es genau eine Tonne gibt, also die meisten Länder, wo ich bin, hat genau eine Tonne, ja. Und die schmeißen alles da rein, samt den Plastikflaschen. Dann kommt so eine Bewusstseinsstörung des deutschen Herzens zustande, was international sehr komisch ist. Ja, weil ein Wissen zum Bewusstsein wurde. Viele Leute wissen von der Liebe Gottes. Aber sie haben nicht das Bewusstsein, ein erlebnismäßiges Eindringen, ein Erkennen. Somit ist die vollkommene Liebe nur möglich, wenn du ein Bewusstsein davon hast. So wie unsere deutsche Mülltrennung. Ja? Damit du auch aus dem handelst. Und mit der vollkommenen Liebe bedeutet es, dass das hat eine Kraft der Identität, die Liebe platziert und die diesen Geist der Furcht austreibt. So funktioniert es mit diesem Bewusstsein der vollkommenen Liebe. Und jetzt schauen wir mal rein, was sagt Jesus? Lukas 12, Vers 4 bis 5. Eine ziemlich scharfe Sache. Lukas 12, 4 bis 5. Ich sage euch aber, meinen Freunden, wer von euch ist ein Freund Jesu? Jesus spricht was jetzt zu dir. Also hör bitte zu. Fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten und nach diesem nichts weiter zu tun vermögen. Naja, wenn es nichts weiter ist, gell? Ja. Ich will euch aber zeigen, wen ihr fürchten sollt. Fürchtet den, der nach dem Töten Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Ist doch krass, oder? Erste Aussage. Hey, fürchte dich nicht vor irgendwelchen Terroristen, vor irgendwelchen Leuten, die dich töten können. Die können nur deinen Körper töten, mehr nicht. Also allein diese Aussage schon mal. Heuer, tötet mich heuer, mehr kannst du ja nicht tun. Also erstmal dahin zu kommen. Dann sagt Jesus aber, wen wir fürchten sollen. Hier ist also eine Anweisung der Furcht. Diesen fürchte, wen? Fürchte den, der nach dem Töten, also nachdem dein Körper zu Ende ist, du verlässt mit deinem Geist nach Jakobus diese Erde, nach dem Töten die Macht hat, in die Hölle zu werfen. Ja, ich sage euch, diesen fürchtet. Es gibt also in der Bibel einen Geist der Furcht, ich nenne es einfach mal Geist der Angst, damit wir ein neues Wort haben, Geist der Angst. Das ist ein Feind, der ausgetrieben wird und ausgetrieben werden muss durch die vollkommene Liebe. Und dann gibt es laut Jesus eine Furcht, die wir haben sollen. Merkt ihr? Problem mit Furcht, Furcht. Diese Furcht ist wichtig. Was ist das für eine Furcht? Ich nenne sie mal Ehrfurcht oder Furcht des Herrn oder Gottesfurcht. Im Englischen ist es leichter und in anderen Sprachen ist es leichter, darüber zu predigen, weil dann haben wir nicht das gleiche Wort. Also das Schlechte, ich nenne es mal die schlechte Angst, muss raus. Die Gottesfurcht, die gute Gottesfurcht muss rein. Haben wir es? Ja, laut Jesus. Okay. So, Apostelgeschichte Kapitel 2. Es kam eine Erweckung zustande. 3000 Leute haben sich bekehrt. Alle haben sich taufen lassen. Und in einem Tag kamen 3000 Leute zum Glauben und die Gemeinde wuchs. Wir lesen, was die erste Gemeinde gemacht hat. Die hat 4 Punkte gemacht. Punkt Nummer 1, sie waren in den Gebeten ganz stark. Punkt Nummer 2, in der Lehre der Apostel, also die waren unter dem Wort. Punkt Nummer 3, in der Gemeinschaft. Und Punkt Nummer 4, sie waren im Gebet. Also Gebet, Gemeinschaft, Abendmahl, also das Mahl des Herrn. Und genau, und eine Lehre der Apostel. Und dann steht im 42, und dann im Vers 43 steht hier drin. Was ist danach geschehen, nach dieser Erweckung? Jeder Mann in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen. Und durch die Apostel geschahen zahlreiche Zeichen oder zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Erst kommen 3000 Leute zum Glauben, alle werden getauft, werden der Gemeinde hinzugetan. Die Gemeinde brummt, sie wächst, sie wird gestärkt, sie hat eine Erweckung. Die Folge der Erweckung ist, dass
in jeder Mann in Jerusalem eine tiefe Ehrfurcht reinkommt vor Gott. Ehrfurcht und Erweckung gehören zusammen. Wenn Erweckung nicht auf der Grundlage von Ehrfurcht basiert, muss sie auf einer anderen Grundlage stehen. Und dann fällt sie sehr schnell um. Wenn Erweckung kommt und Gemeinde wächst, was wir gerade erleben, und keine Ehrfurcht reinkommt in die Gemeinde oder in die Stadt, hat es ein Potenzial, sehr schnell umzufallen. Ich träume von einer Gemeinde, die voller Ehrfurcht ist. Ich träume davon, dass im Pforzheim eine Ehrfurcht ist vor den Christen im Pforzheim, weil die sagen, hey, wir können nicht helfen. Wenn du Hilfe brauchst, musst du ins Missionswerk Strahlen der Freude gehen. Die Doktoren und die Krankenhäuser sagen, unheilbar krank, eigentlich musst du sterben, die letzte Chance. Es gibt da ein Haus, wenn du da reingehst, da werden Leute geheilt, befreit, von Dämonen ausgetrieben, Krebs wird geheilt, übernatürliche Heilung geschehen. Davon träume ich. Der nächste Prediger ist hier oben. Halleluja. Yes, genau. Genau. Eine tiefe Ehrfurcht in ganz Jerusalem. Kannst du das glauben? Wenn Gott kommt, kommt eine tiefe Ehrfurcht. Amen. Und ich lade dich ein, dass du das glaubst und nimmst. Und möchte dich ermutigen, Erweckung und Ehrfurcht gehören zusammen. Apostelgeschichte Kapitel 9, Vers 31. Die Gemeinde, die sich in Judäa, Galiläa und Samarien weiter ausbreitete, hatte nun Frieden und wuchs beständig. Die Gläubigen lebten in, alle zusammen, Ehrfurcht vor dem Herrn. Und durch das Wirken des Heiligen Geistes schlossen sich immer mehr Menschen der Gemeinde an. Wir erleben das seit ein paar Jahren. Immer mehr Menschen der Gemeinde. Du merkst es dadurch, dass du keinen Platz mehr findest. Ja? Immer mehr Menschen kommen der Gemeinde. Das bedeutet, wenn Erweckung kommt, steigt Ehrfurcht. Und ich lade dich ein, dass du darauf Wert legst. Ehrfurcht ist etwas Wichtiges. Gottesfurcht ist etwas Wichtiges. Wie können wir leben oder mit Gott leben und ihn gleichzeitig fürchten? Wie können wir ihn lieben und gleichzeitig fürchten? Wenn doch die Liebe diesen Geist der Furcht austreibt. Wir müssen verstehen, dass Gottesfurcht und Angst vor Gott etwas Unterschiedliches ist. Gottesfurcht ist ein Bewusstsein seiner Gegenwart. Also in seiner Gegenwart leben ist diese Gottesfurcht. Wenn wir beginnen mit dem oder im Bewusstsein der Gegenwart Gottes zu leben, dann ändert sich so ziemlich alles in unserem Leben. Unser Denken, unser Reden, unser ganzes Verhalten. Wenn du verstehst, dass Gott neben dir am Arbeitsplatz mittippt, dann tippst du anders. Wenn du verstehst, dass alles, was du schreibst, Gott mitschaut, dann schreibst du anders. Wenn du verstehst, dass Gott in deinem Schlafzimmer ist, dann machst du es anders. Wenn du verstehst, dass Gott im Lobpreis neben dir steht, dann betest du anders an. Wenn du verstehst, dass alles, was du tust, Gott dran ist, dann lebst du anders, denkst du anders, fühlst du anders, handelst anders. Ich träume davon, von dieser Gemeinde mit Ehrfurcht Gottes. Ich mache dir mal ein Beispiel. Stell dir mal vor, ich mache ein Beispiel von mir. Also ich bin ja viel unterwegs im Auto und so und dann habe ich immer dauernd Sprachnachrichten anzuhören. Und eines Tages stehe ich so an der Ampel, denke ich, dann mache ich mal die nächste Sprachnachricht an, nehme mein Handy und links im Augenwinkel sehe ich ein blaues Auto vorbeifahren. Und ich weiß schon aus Erfahrung, ein Punkt 100 Euro Strafe. Und ich sehe so links, da ist ein Auto, denke ich, oh nein. Lass mein Handy langsam runter. Lenkrad dran. Schau nicht nach links und guck ganz langsam, aber sie haben nicht geguckt, preisen dann. Denke mir jedes Mal, ey, das könnte ich in die Mission investieren, das Geld. Also, ich war ganz normal im normalen Tagesgeschäft so, ja. Und dann kommt die Polizei und eine Ehrfurcht kommt rein. Wenn du verstehst, dass alles, was du tust, Gott dabei ist, kommt ein Moment der dramatischen Veränderung deines Herzens. Geht nur mit Ehrfurcht. Ich lade dich ein. Ehrfurcht ist was Wichtiges. Es schützt dich. Wisst ihr, mein Vater und ich, wir sind ja schon sehr lange im pastoralen Dienst. Ich lerne so die letzten Jahre. Papa, du hast schon
gefühlt 50 Jahre hinter dir, gell? Schon so ziemlich alles gesehen, was gibt. Und wir reden oft über Leute, die abfallen. Leute, die früher mal da waren, die alles verloren haben, die alles verlassen, die kurz vorm Tod sind. Also richtig so dramatische Geschichten. Das müssen wir dauernd immer durchgehen, solche Sachen. Und mein Vater sagt manchmal einen Satz. Nachdem alles wegfällt, also die Gesundheit, die Ehe, das Geld, Mobbing, kurz vorm Selbstmord, also alles, wenn so alles auf dem Nullpunkt ist. Das Letzte, was jemanden noch schützt vor der Totalaufgabe, ist die Ehrfurcht Gottes. Wenn alles wegfällt und du hast die Ehrfurcht, ist noch der letzte Schutz, bevor du umkippst. Und wenn du da drin Gott die Ehre gibst, kann Gott diesen Punkt nehmen und dein ganzes Leben wieder drehen. Boah. Wenn die Ehrfurcht in deinem Herzen ist und du verlierst alles, hat Gott dich aber noch in der Hand. Und nichts und niemand kann dich aus der Hand Gottes reißen. Wie oft haben wir von solchen Leuten gehört, die hatten also echt alles verloren, aber Gott hat sie am letzten Punkt ihres Lebens nochmal gedreht. Und heute sind sie Nachfolger Jesu Christi. So stark. Ich lade dich ein. Ehrfurcht ist etwas ganz, ganz, ganz Kostbares in deinem Leben. Wir wollen uns heute entscheiden, diese Ehrfurcht wieder zu nehmen. Amen. Also Beispiel die Polizisten, andere Beispiel Hananias und Sapphira, kennt ihr? Die haben einfach gedacht, sie können mal machen, was sie denken. Ab einer bestimmten Stufe der Gegenwart Gottes, meistens in Erweckungsebenen, können wir die Kindergartenebene nicht mehr machen. Geht nicht mehr. Was früher noch möglich war, geht dann nicht mehr. Hananias und Sapphira, wollen wir kurz reingehen. Da gibt es viele Punkte, warum sie da umgefallen sind und gestorben sind. Aber sie haben sich auch deswegen, weil sie der Gegenwart Gottes nicht in dem Bewusstsein gelebt haben, der Gegenwart Gottes und das Verhalten von Sünde in der Gegenwart Gottes nicht bewusst waren. Apostelgeschichte 5, Vers 1 bis 11, ihr könnt hier mitlesen. Ein Mann aber mit dem Namen Hananias und Sapphira, oder mit Sapphira seiner Frau, verkaufte ein Gut und schaffte von dem Kaufpreis beiseite, wovon auch die Frau wusste. Das ist ganz wichtig, wovon auch die Frau wusste. Kommt gleich. Und er brachte einen Teil und legte ihn nieder zu den Füßen der Apostel. Petrus aber sprach, Hananias, warum hat der Satan dein Herz erfüllt? Dass du den Heiligen Geist belogen und von dem Kaufpreis des Feldes beiseite geschafft hast. Blieb es nicht dein, wenn es unverkauft blieb? Und war es nicht, nachdem es verkauft war, in deiner Verfügung? Warum hast du dir diese Tat in deinem Herzen vorgenommen? Nicht Menschen hast du belogen, sondern Gott. Als aber Hananias diese Worte hörte, fiel er hin und verschied. Und es kam große Furcht über alle, die es hörten. Die jungen Männer aber standen auf, hüllten ihn ein, trugen ihn hinaus und begruben ihn. Es geschah. Aber nach Verlauf von etwa 3 Stunden, dass seine Frau hereinkam, ohne zu wissen, was geschehen war. Petrus aber antwortete ihr, sag mir, ob ihr für so viel Geld oder für so viel das Feld verkauft habt. Sie aber sprach, ja, für so viel. Petrus aber sprach zu ihr, warum seid ihr übereingekommen, den Geist des Herrn zu versuchen? Voll krass, oder? Was du hinter verschlossener Tür besprichst und vereinbarst, ist sichtbar im Himmel. Achte drauf, mit wem du mit was übereinkommst. Den Geist des Herrn zu versuchen. Siehe, die Füße derer, die deinen Mann begraben haben, sind an der Tür. Und sie werden dich hinaustragen. Finde ich voll krass. Sie fiel aber sofort zu seinen Füßen nieder und verschied, also starb. Und als die jungen Männer hereinkamen, fanden sie sie tot. Und sie trugen sie hinaus und begruben sie bei ihrem Mann. Und es kam große Furcht über die ganze Gemeinde und über alle, welche dies hörten. Ich glaube, wir kommen in ein Zeitalter, wo die Erweckung steigen wird. Wo der Einfluss der Gemeinde Jesu weltweit steigen wird. Und wir können uns nicht mehr erlauben, mit den Methoden der Welt Gemeinde zu bauen. Das geht nicht.
Wir brauchen eine Ehrfurcht Gottes in der Gemeinde. Das ist kein Spiel, was wir hier machen. Wir bauen hier die Braut Jesu. Das ist die Braut Jesu, die eines Tages abgeholt wird vom Bräutigam Jesu Christi. Himmel und Erde werden vergehen. Das ist so unwichtig, was wir machen auf dieser Erde. Aber sein Wort wird niemals vergehen. Und so ist ganz wichtig, dass wir das Reich Gottes bauen. Und ich glaube, wir müssen wachsen in dieser Ehrfurcht. Und ich lade dich ein, hör auf zu spielen. Fang an, Reich Gottes zu bauen, ja, mit einer Ehrfurcht. Sei dir bewusst, dass alles, was du tust, vom Himmel gesehen wird. Alles. Beziehung und Ehrfurcht. Was hat das zu tun mit dem himmlischen Vater? John Bevere, ein Mann Gottes, der war jetzt im Juli, war in Neuseeland, da war ich auch, da waren wir auf einer großen Konferenz und hatte über Ehrfurcht gesprochen. Und ich zitiere mal hier. Derjenige, der Angst vor Gott hat, versteckt sich vor ihm. Derjenige, der Gott fürchtet, verbirgt sich in ihm. Derjenige, der Angst vor Gott hat, bleibt auf Distanz. Derjenige, der Gott fürchtet, bleibt in seiner Nähe. Die schlechte Angst treibt dich von Gott weg. Die gute Ehrfurcht führt dich zu Gott hin. Wenn du in Sünde fällst und du hast die Ehrfurcht Gottes, ist dein erster Schritt nach der Sünde gleich zu Gott, gleich Vergebung, gleich Buße, gleich Umkehr. Wenn du Angst hast vor Gott, weil dein Vater dich geschlagen hat, deine Mutter dich krass erzogen hat, deine Brüder und deine Schwestern schlecht mit dir umgegangen sind, in der Gemeinde nur auf den Deckel gekriegt hast, weil dein Lehrer immer was Schlechtes gemacht hat und du nur eine Erziehungsmethode der Welt genossen hast, lade dich ein, nimm diese ganze Erziehungsmethoden, schmeiß sie in den Müll und sag Gott, ich tausche es ein mit deiner vollkommenen Vaterliebe Gottes. Wir müssen zu Gott hinrennen, nicht von Gott wegrennen. Und da sind wir wieder bei der Mülltrennung. Du brauchst ein Bewusstsein. Wenn du, also wir wissen ja alle, wir sagen, ja, das ist alles richtig. Aber wenn du wirklich in diesen Moment kommst, wo du richtig was daneben machst, aber richtig, kommt der Moment, wo man sieht, lebst du in der Ehrfurcht Gottes oder hast du Angst vor Gott? Bitte renn zu Gott hin. Je schneller, desto besser. Jede Minute, wo du nicht zu Gott kommst, ist wie ein Gift, der dein Herz zerstört. Es ist wie ein Pfeil, wo sich ausbreitet und dich zerstören will. Jede Sekunde, wo du weniger beim Teufel bist, zum Herrn rennst, desto schneller kann er dich heilen. Und unser Gott ist ein Gott der Heilung. Er vergibt dir immer. Wenn du die Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Viele fürchten die Aussagen der Regierung oder der Ärzte mehr als die Aussagen Gottes. Ja. Wenn der Arzt sagt, du bist krank, dann wird es oft sofort angenommen und geglaubt. Wenn aber Gott sagt, durch meine Striemen bist du geheilt, beginnen oft Zweifel. Die meisten Menschen heute erzittern viel mehr von den Worten der Ärzte oder von den Worten der Regierung als von den Worten Gottes. Ehrfurcht sagt, das Wort Gottes ist Nummer eins. Und nicht, was die Regierung sagt oder was der Arzt sagt oder was der Pastor sagt oder was dein Vater sagt oder was der Chef sagt, sondern was Gott sagt. Und wenn der Arzt zu dir sagt, hey, in 3 Monaten ist es zu Ende, mach dein Testament und verabschiede dich bitte vor allen Leuten, du wirst sterben, und dann sagst du, es steht geschrieben. Das ist der Moment, ob Ehrfurcht da ist oder nicht. Gott, dein Wort sagt, es steht geschrieben, durch seine Striemen ist mir Heilung geworden. Mein Vater und ich, wir kennen einen Mann, der sollte schon seit 10 Jahren eigentlich schon lange tot sein. Er lebt immer noch, weil das Wort Gottes ist größer wie jede Aussage. Und wenn die Regierung sagt, hey, jetzt machen wir alles zu, das haben wir erlebt vor 4 Jahren, wir machen alles zu, machen alles zu, machen alles zu, dann gibt es so viele Menschen, die dann Angst haben, weil sie zittern vor irgendwelchen Nachrichten. Es gibt eine Aussage. Die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Wir stehen auf den Aussagen Gottes. Bitte,
Nimm die Aussagen Gottes. Hör auf, dich rum, also die ganzen Quellen, die dich da bombardieren mit WhatsApp und mit Telegram und mit YouTube. Hier kannst du reinschalten, das ist ein guter YouTube-Quelle, ja. Das kannst du machen. Und dein Herz ergreifen, versuchen eins rauszuziehen, die Ehrfurcht Gottes und die Angst vor der Regierung, Angst vor der Wirtschaft, die Angst vor dem Teufel, die Angst vor der Endzeit, die Angst. Die vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und es steht geschrieben, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwinden. Und ich spreche aus, diese Gemeinde wird blühen und gedeihen und sie wird nicht zerstört werden können. Weil Jesus Christus der Grundstein ist hier drin. Und wir beugen uns nicht vor einem Geist der Angst, sondern wir haben eine Ehrfurcht Gottes vor dem lebendigen Schöpfer, Jesus Christus. Und wir halten fest an dem, was Gottes gegeben hat. Und das ist das Wort Gottes. Lass uns wieder Ehrfurcht vor Gott haben und nicht Ehrfurcht und nicht Furcht vor den Menschen. So leite ich ein, halte das fest. Wer Menschen fürchtet, handelt aufgrund dessen, was Menschen wollen. Wie was Menschen denken oder wie sie reagieren könnten. Meist führt uns das genau in die andere Richtung von dem, was der Heilige Geist eigentlich will und was er in unser Leben gesprochen hat. Wenn der Heilige Geist in dein Leben spricht, dann kommen meistens so, oh, was wird meine Frau sagen? Oh, was wird mein Pastor sagen? Oh, wie werde ich mich versorgen? Oh, was sagt meine Mutter? Oh, und die ganzen Punkte plötzlich, Menschenfurcht. Versuchen dich wie so ein Fischerhaken, dich zu greifen. Die Ehrfurcht Gottes sagt, wenn der Heilige Geist spricht, dann mache ich's. Ende. Fertig. Weil du weißt, wer hinter dir steht. Das ist Gott selber. Bill Johnson sagt, die drei größten Hindernisse für unsere Berufung sind Bitterkeit, Enttäuschung und nicht damit umgehen können und Menschenfurcht. Wenn du diese drei Haken so Fischehaken aus deinem Mund rausziehst, nach Bill Johnson, bist du frei von diesen Hindernissen, die der Teufel dich immer zieht. Wie viele Leute kenne ich, wo durch Bitterkeit echt ihre Berufung in den Sand gesetzt haben? Aber wirklich krass. Schmeiße heute raus. Da gibt es eine Möglichkeit, die nennt man Vergebung. Gemeinde kennt das, ja? Wenn du enttäuscht bist oder nicht damit umgehen kannst von irgendwelchen Dingen, dann lade dich ein, da gibt es eine gute Pille dagegen, die nennt man Vergebung. Und wenn du Menschenfurcht hast, da gibt es eine gute Alternative, die nennt man die Furcht des Herrn. Menschenfurcht raus, Gottesfurcht rein. Wenn wir Gott fürchten, dann fürchten wir nichts anderes. Matthäus 10, Vers 28 sagt, und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, die Seele aber nicht zu töten vermögen. Fürchtet aber vielmehr den, der sowohl Seele als auch Leib zu verderben mag in der Hölle. Das Gleiche, was Jesus gesagt hat, haben wir vorhin schon gelesen. Und 2. Mose 1, Vers 17, ein Beispiel zu den Hebammen im Alten Testament. Aber weil die Hebammen Gott fürchteten, taten sie nicht, wie ihnen der König von Ägypten gesagt hatte, sondern ließen die Jungen am Leben. Da kam eine Anweisung vom König, Jungen töten. Oder? Das Einzige, was die gottesfürchtigen Hebammen davon abgehalten hatte, das zerstörerische Satans Anweisung sozusagen nicht zu tun, war die Ehrfurcht Gottes. Gott steht an Nummer 1. Nicht Rebellion gegen Regierung, nicht Angst, Unterordnung vor Regierung, sondern Ehrfurcht vor Gott. Darum geht's. Ich lade dich ein. Hab Ehrfurcht. Und was du tust mit deinem Leben, diese Hebammen, sie haben dagegen rebelliert, aber sie haben Ehrfurcht vor Gott gehabt und waren bereit sogar zu sterben, weil sie einer Anweisung nicht gefolgt sind. Aber dadurch ist Leben freigesetzt worden. Wenn du mit Rebellion gegen Regierung gehst, machst du eine Tür auf, wo der Satan reinhauen kann in dein Leben. Ich habe schon so viele Leute gesehen. Wenn du aber vor Ehrfurcht Gottes Gebote höher stellst, wie das von den Leuten, dann schützt Gott dich. Und wenn Gott dich schützt, dann bist du geschützt. Ist so, ja. In unserem Leben müssen wir uns immer wieder entscheiden. Fürchte ich Gott
oder fürchte ich den Menschen? Entweder oder, ja? Wenn wir Gott fürchten, dann sind wir frei von jeder anderen Angst. Wen wir fürchten, dem wollen wir auch gefallen. Gott oder dem Menschen. Bitte, bitte hör auf mit Menschengefälligkeit. Du kannst es sowieso nicht allen recht machen. Geht sowieso nicht. Schon in der eigenen Familie geht's nicht. Geht gar nicht. Geht gar nicht. Kannst im Geschäft nicht, kannst in der Gemeinde nicht, kannst in Deutschland nicht. Geht gar nicht. Aber wir können es Gott recht machen, weil wir wurden zur Gerechtigkeit Gottes gemacht in Christus Jesus. Wow. Lasst uns die Ehrfurcht vor Gott haben, die ist so wichtig, so besonders, so notwendig. 5. Mose 13, Vers 5. Dem Herrn, euren Gott, sollt ihr nachfolgen und ihn sollt ihr fürchten. Alle zusammen. Ihn sollt ihr fürchten. Schon eine Anweisung, schon im alten Bund. Ihn sollt ihr fürchten. Seine Gebote sollt ihr halten und seine Stimme gehorchen. Ihm sollt ihr dienen und ihm anhängen. Wollen wir uns dafür entscheiden? Das wollen wir, ja. Ein Mann, William Garnell heißt er, er sagt, wir fürchten Menschen so sehr, weil wir Gott so wenig fürchten. Also entweder oder. Bring die Furcht Gottes wieder in dein Leben rein. Dann, nächster Punkt, Gottes Furcht hält uns vor Sünde fern. Unsere Reaktion auf Sünde und Versuchung zeigt, ob wir Gott fürchten oder nicht. Wisst ihr, hier kann jeder Amen sagen. Jawohl, wir brauchen das, jawohl, jawohl, jawohl. Aber wenn wirklich Sünde kommt, dann entscheidet sich, ob du Gottesfurcht hast oder Menschenfurcht. Wisst ihr, Gott lehnt dich niemals ab. Wenn du deine Sünde bekennst, ist er treu und gerecht, dass er dir die Sünde vergibt und dich reinigt von aller Ungerechtigkeit. Aber du musst mit diesem Bewusstsein der Ehrfurcht Gottes zu Gott kommen. Wer Gott nicht fürchtet, der fragt sich immer folgende Fragen. Die habe ich schon so oft gehört. Wie nah darf ich der Sünde kommen oder heranwagen, ohne dass ich meine Errettung verliere? Ich weiß nicht, wie oft ich schon diese, ich mache ja oft irgendwelche Interviews und Leute fragen mich Fragen. Und dann kommen dauernd solche Fragen. Wie viel Sünde darf ich tun, ohne dass ich meine Rettung verliere? Aber dauernd, ja. Darf ich noch Sex haben mit dem? Wie viel darf ich saufen? Wie viel darf ich trinken? Wie viel darf ich rauchen? Was darf ich noch tun? Darf ich auf diese Partys gehen? Natürlich kann ich alles beantworten, ja, das steht drin, oder versucht zu beantworten. Steht immer, also meistens antworte ich immer so, alles ist erlaubt, aber nicht alles dient zum Besten. So steht es da drin, ja. Und dann gehen wir da immer rein. Und dann versuchen die Leute irgendwie mit einer Logik zu verstehen, wie weit man gehen kann. Das ist genau das Gegenteil von Ehrfurcht Gottes. Genau das Gegenteil. Man kann das schon beantworten, du kannst auch so versuchen zu leben, aber das ist so, wie wenn du immer nur an der Kante läufst, die ganze Zeit. Wie darf er rüber, ohne dass ich irgendwie runterfalle? Ja? Das ist doch kein Leben. Was darf ich noch tun, damit meine Rettung nicht verliert? Und wo steht es eigentlich geschrieben, dass wir Sex vor der Ehe nicht haben dürfen? Und wo steht es drin, dass wir da uns nicht besaufen dürfen? Jesus hat doch auch Wasser zu Wein gemacht. Und dann geht es los mit diesen ganzen Fragen immer. Und wo steht es eigentlich drin? Wo steht es eigentlich drin? Wisst ihr, die Ehrfurchtsleute, die fragen andere Fragen. Was kann ich alles weglassen, damit ich mehr in den Willen Gottes komme? So stellen die Fragen. Solche Fragen kriege ich selten gestellt. Nimm die Frage mit, ja. Gibt es diese Aussage von Paulus, er sagt, wir sind doch alles so wie Läufer. Wir versuchen, den Lauf zu gewinnen. Ja? Wie so Olympialäufer. Also so. Und solche Läufer, die tun alles weg. Schokolade weg, schlechte Ernährung weg, McDonald's weg. Steht ja nirgendwo drin, dass es verboten ist. Die lassen aber alles weg, damit sie fit sind, um an dem Tag des Laufes zu gewinnen. Steht ja nicht drin, dass es Sünde ist. Sie müssen ja nicht. Aber sie machen es, um das Ziel zu erreichen. Wenn du im Bewusstsein der Ehrfurcht Gottes bist, dann musst du nicht fragen, wie weit darf ich da gehen und ist das Sünde und ist es falsch oder nicht. Du lässt alles weg, weil du ein Ziel hast und das Ziel erreichen willst. Wisst ihr, wir leben alle nur einmal auf dieser Erde. Lass uns doch aufhören, die ganze Zeit zu gucken, wie weit darf ich noch gehen und wie weit darf ich mit zwei Beinen irgendwo stehen, bis im Reich Gottes und ein bisschen noch in der Welt. Lass uns alles ablegen und sagen, wir wollen das Ziel erreichen. Deswegen verzichten wir auf die ganzen Dinge. Das ist doch der viel bessere Weg. Das ist die Ehrfurcht Gottes, weil du genau weißt, Gott hat mir ein Leben gegeben und aus Dankbarkeit gebe ich ihm das beste Leben zurück. Das ist doch mal Saat und Ernte, oder?
Genau, die Frage ist genau so, wie wenn du fragen würdest, wie nah darf ich einer anderen Frau herankommen, ohne dass es Ehebruch ist? Das ist doch bescheuert. Oder? Natürlich können wir solche Fragen beantworten, aber besser ist, bleib in der Ehrfurcht Gottes. Ich mache euch mal ein Beispiel. Meistens erwähne ich ja immer meinen Papa, heute erwähne ich meine Mama. Mama, jetzt kommen hier ein bisschen ein paar Geschichten raus, ja? Ja, genau. Wir hatten mal vor, ich weiß nicht, wann das war, ein paar Monate oder so, aus dem Ausland ruft jemand an und sagt, wir wollen euch segnen, Mama und Papa Exler. Wir wollen euch Geld überweisen. Ich weiß nicht, wie viel das war damals, 500 Euro oder 1000 oder so. Irgendein Betrag halt. Und ja, dann haben sie sich gefreut, boah, danke, 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 bitte macht euch ein schönes, keine Ahnung, schönen Urlaub und so. Hier habt ihr Saatgut Gottes für euch. So. Und dann haben sie irgendwann entschieden, es anzunehmen. Und dann wurde es aufs falsche Konto überwiesen. Kam es in der Gemeinde an. So, also Privatgeld, was eigentlich daran kommt, kam auf der Gemeinde an. Und dann haben wir überlegt, wie kriegen wir das irgendwie hin, dass wir das irgendwie rüberkriegen zu meiner Mutter. Und wir reden mit dem Arthur, du, wie können wir es machen? Das muss ja vereinstechnisch richtig sein, das sind ja Spenden und so. Und wir gucken, wie können wir das machen, links und rechts. Und wir drehen uns da im Kopf irgendwie rum. Wie schaffen wir das? Meine Mutter kriegt das mit und sagt, nein, ich verzichte auf jeden Euro. Ich werde doch keinen Euro von der Gemeinde wegnehmen. Noch nie habe ich, ich habe immer Geld reingegeben, nicht ein Euro habe ich rausgenommen. Weil sie steht mit der Ehrfurcht Gottes. Mama, das war gut. Sie hat verstanden, dass Gemeinde ist Gott. Und ich gehe nicht an Gottes Braut ran. Menschen mit Ehrfurcht Gottes geben Geld, nicht nehmen Geld. Menschen in Ehrfurcht Gottes, sie gehen nicht an der Grenze, sie geben noch in die Mitte. Und ich lade dich ein, wenn du die Ehrfurcht vor Gott hast, dann achtest du auf dein Geld, auf deine Sexualität, auf deine Worte, auf deine Handlungen, auf deine Gedanken. Und das Entscheidende ist die Braut Jesu, die Gemeinde. Lass uns das als ein Ort sein, der Ehrfurcht Gottes. Die Gemeinde ist der zentrale Punkt auf dieser Erde, nach dem der Himmel sich richtet. Weil die Gemeinde wird abgeholt werden von Jesus Christus. Es ist seine Braut. Und du sitzt neben der Braut. Eine hübsche Braut neben dir. Die Braut Jesu. Vielleicht zickt die ein bisschen rum und dann macht irgendwie blöd rum und dann macht auch ein paar Fehler. Aber aus Gottes Sichtweise seid ihr wunderbar gemacht. Eine wunderschöne Braut. Ja, ist so, ist so. Genau, die Frage sollte eher sein, wie kann ich Gott noch näher kommen? Ja, wie kann ich an dich noch näher herankommen, ohne dass ich überhaupt ein Verlangen nach Sünde habe? Wie geht es Gott? Wenn wir Ehrfurcht haben vor Gott, dann denken wir ganz anders über Sünde und gehen ganz anders damit mit um. Wir wollen gar nicht mehr sündigen. Ehrfurcht vor Gott ist ein Schlüssel, um Sünde zu meiden. Das steht in Sprüche 16, Vers 6. Wer dem Herrn treu ist und Liebe übt, dem wird die Schuld vergeben. Und wer Ehrfurcht vor dem Herrn hat, der meidet das Böse. Ehrfurcht vor Gott ist ein Schlüssel, um vom Bösen wegzukommen. Manche versuchen Verhaltenstherapie zu machen, manche versuchen irgendwie Paartherapie zu machen, manche versuchen irgendwie viel Lobpreis zu machen, das ist auch alles gut. Aber wenn du frei werden willst vom Bösen innen drinnen, versteh erstmal, dass Gott dich so nicht geschaffen hat, sondern hat dich wunderbar gemacht. Und Ehrfurcht zieht diese Wurzel raus. Der Ehrfurcht hat, meidet das Böse. Ehrfurcht hat noch andere Sachen. Es bringt auch Weisheit. Sprüche 1,7. Die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis. Weisheit und Zucht verachten nur die Narren oder die Dummen. Wir sind nicht dumm. Amen. Kannst du ein bisschen mehr Amen sagen, ja? Genau, gut. Alles klar. Okay. Weisheit und Erkenntnis kommt durch Gottesfurcht. Jetzt, dieser Satz gefällt mir, den muss ich euch vorlesen.
Weise Menschen lernen durch das Wort Gottes. Kluge Menschen lernen aus ihren eigenen Fehlern. Dumme Menschen lernen gar nichts. Also dumme, gar nichts. Kluge aus ihren Fehlern ist aber ein langer Prozess, weil du musst viele Fehler machen die ganze Zeit. Buße tun, wieder zurück. Weise Menschen lernen durchs Wort. Die müssen gar nicht durch alle Nebenschauplätze gehen. Einer meiner geistlichen Väter, Karl-Heinz, den kennen wir gut, hat gesagt, Daniel, wenn du schnell wachsen willst, dann musst du nicht alle Fehler machen, du musst einfach dem Wort glauben. Und ich musste nicht in die Drogenszene rein, um zu kapieren, dass Drogen schlecht sind. Ich musste auch nicht alle möglichen Sachen machen, um zu kapieren, dass es schlecht ist. Wenn ich weiß, dass es so ist, dann folge ich dem Wort und folge dem Weg der Weisheit. Das ist der schnellste Weg. Und so durfte ich schnell wachsen, weil ich das Wort angenommen habe, nicht das, was ich lerne durch meine Fehler. Viele Menschen denken, sie müssen erstmal alles durch Fehler lernen. Das kannst du zwar machen, ist aber eine große Umwege, die ganz links und rechts und links. Und du machst einen Haufen Fehler und einen Haufen, Gott muss wieder alles heilen. Das dauert auch alles sehr lange. Bis du irgendwann mal kapierst, am Ende kommst du auf den Punkt, die Bibel hat recht. Das ist also die einzige Erkenntnis, die am Ende zustande kommt. Nimm das jetzt gleich an, die Bibel hat recht. Dann sparst du dir ziemlich viel Schmerzen. Und deine Familie auch. Und deine Gemeinde auch. So bitte nimm das Wort. Wenn du weise sein willst, nimm das Wort Gottes. Weisheit übertrifft Klugheit. Viele Menschen sind hochintelligent und können mit ihren Worten, mit ihren Argumenten irgendwelche Menschen sehr übertreffen. Aber Weisheit schlägt immer Klugheit. Immer. Weil auf Weisheit basiert aufs Wort Gottes. Und wir möchten dich ermutigen da drin, suche nach dieser Weisheit. Weisheit kommt durch Gottes Furcht. Klugheit führt uns dazu, Dinge zu tun, die in der Welt gut laufen und nach logischem Denken funktionieren müssen. Weisheit hingegen hält einfach das Wort Gottes. Fertig. Wenn Gott sagt, mach das nicht, dann machen sie es auch nicht. Ganz egal, ob es bei allen anderen funktioniert oder nicht. Wisst ihr, YouTube und irgendwelche Videos und irgendwelche, wie werde ich 10 Schritte zum Erfolg Vorträge mit Tausenden von Klicks, basieren alle auf dem Prinzip der Logik und der Klugheit. Das ist zwar schön, dass es menschlich funktioniert, hat aber nur den Effekt, dass es dich irgendwie klüger macht. Das Wort Gottes basiert auf Weisheit und du überspringst die Ebene der Klugheit bei weitem. Es gibt andere Methoden in der Bibel wie in der Welt. Hör bitte auf, dein Leben zu basieren auf irgendwelchen Schlüsseln, die du aus dem Internet gelernt hast. Nimm das Wort Gottes an, dann gehst du auf dem Weg der Weisheit. Es geht schon in dem Psalm los. Glücklich ist der Mann, der nicht folgt dem Rat der Gottlosen. Wenn du den Gottlosen zuhörst, die es ja aus dem besten Wissen und Gewissen machen, mit Logik basierend, das ist zwar schön, aber es hat große Grenzen. Wenn du nach Psalm 1 aber deine Furcht am Herrn hast oder die Liebe am Herrn hast oder über sein Wort, dann bist du wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. Alles, was er tut, wird ihm gelingen. Du kannst auf eine Ebene kommen in deinem Leben, dass alles, was du tust, gelingt dir. Ich kenne Menschen, die tun so viel und es gelingt gar nichts. Die kommen zu mir, erst die Woche wieder kommen Leute zu mir, Daniel, warum klappt das bei mir nicht? Auf was basierst du das? Basierst du auf die Klugheit der Welt oder auf die Weisheit Gottes? Manche Menschen machen wirklich alles daneben. Und ich denke mir, das kann doch gar nicht funktionieren. Aber sie vertrauen dem Herrn und plötzlich klappt's. Weil sie auf Gott vertrauen. Wow, ich lade dich ein. Wisst ihr, in meinem Leben habe ich ja ganz viele Ratschläge kriege ich, ja? Ungefähr dauernd. Ja. Die Weisen lachen gerade, ich weiß warum.
Daniel, du musst das machen, du musst das machen, du musst das machen. Und ich kriegst da dauernd irgendwelche Hinweise. Das und das und das und das und das und das. Und ich sag, danke, 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 danke. Und manchmal habe ich so einen vollen Kopf. 50 Leute sagen, geh nach links, 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 links. Und ich denke, es geht gar nicht anders wie links. Und dann komme ich nach Hause, sage ich, Papa, du, die sagen alle 50, links, 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 links. Sagt mein Vater, im Wort steht geschrieben, geh lieber nach rechts. Und dann gehen wir nach rechts, Papa. Ich lade dich ein. Nimm die Worte der Welt ernst, aber doch nicht richtig wichtig. Nehme das Wort Gottes und göttliche Ratgeber wichtig. Hätte ich in meinem Leben auf den Meinungen der Menschen oder auf Menschenfurcht basiert, wäre ich heute nicht dort, wo ich bin. Meine Grundlage ist nicht Menschen. Ich mache das auch nicht für dich, dass ich hier predige. Ich wollte ja nie Prediger werden. Aber wenn Gott sagt, ich soll es tun, dann mache ich es. Ich diene nicht dir, sondern ich diene Gott. Und ich lade dich ein, dass das Fundament deines Lebens die Ehrfurcht vor Gott ist, nicht die Angst vor Menschen. Versuch, die Menschen zu gefallen, das bringt gar nichts. Das ist ein Kreislauf. Manche überleben es, manche nicht. Aber die, die mit Ehrfurcht leben, die werden ihr Lauf vollenden. Amen. Vollenden heißt vollenden. Ja, ich lade dich ein da drin, dass du das festhältst. Okay, weiter geht's. Kennt ihr den Josef, Alten Testament? Der war ein Mann der Weisheit. Ein Mann der Weisheit. Und die Weisheit Josefs kam durch Gottes Furcht. Er hatte Furcht vor dem Herrn. Alle haben gesagt, bring deine Brüder um. Aber weil er Weisheit hatte, Furcht des Herrn, hat er gesagt, nein, ich bringe euch nicht um. Und dadurch ist eine Rettung zustande gekommen für die ganze Familie. Wenn du mit der Furcht des Herrn lebst, wirst du andere Entscheidungen treffen, wie andere Menschen dir dauernd sagen. Wie oft höre ich immer, Daniel, diese Person musst du rausschmeißen aus der Gemeinde. Da hier musst du mal auf den Putz hauen. Und da musst du mal aber so richtig... Mach mal hier Ordnung. Weißt du, wie oft ich sowas höre? Ich fühle mich dann immer wieder David, der in der Höhle ist beim Saul. Kennt ihr die Geschichte? Saul ist gerade auf dem Klo. Kennt ihr die Geschichte, ja? Der ist ganz nah an dem. Und er hätte locker die Möglichkeit, den Saul zu töten. Locker. Und dann ist er endlich mal König. Es ist doch verheißen, dass er König ist. Und er könnte selber Hand anlegen, um es kürzer zu machen. David aber hatte Ehrfurcht vor Gott. Und er hat gesagt, und alle seine Kriegsleute, das waren ja gestandene Männer, solche Leute, die dann alle so töten und so, ja, bring den Saul um, also seine tollen Ratgeber, bring den Saul um, bring den Saul um, bring ihn um. Und er sagt, ich lege nicht die Hand an den Gesalbten des Herrn. Ich lege nicht die Hand an die Gemeinde. Es ist Gottes Gemeinde. Es ist Gottes Braut. Und auch wenn alle sagen, ihr müsst auf den Putz hauen, es ist Gottes Braut. Gott reinigt seine Gemeinde. Und wenn alle sagen, hau rein, fühle mich dauernd immer wieder David. Nein, ich tue es nicht an den Gesalbten des Herrn. Lass uns in Ehrfurcht vor Gott leben. Nicht aufgrund von Gerechtigkeitsdenken der Welt. Und endlich mal Ordnung schaffen in der Welt. Wir wollen vor Gott stehen. Amen. Ja. Ja, wir kommen langsam zum Ende und dann hören wir noch etwas ganz Besonderes. Julia Jakob, seid ihr bereit, heute Zeugnis zu geben? Ja? Könnt ihr den Livestream nicht abschalten am Ende? Ich glaube, heute Abend wird etwas geschehen hier drin. Wir haben ja ein besonderes Zeugnis, ja, dass wir das auch im Online haben. Wir wollen aber langsam zum Ende kommen. Die Folgen der Gottesfurcht, was sind die Folgen? Jesaja 33, Vers 6. Und sichere Zeiten wirst du haben, Fülle von Heil, von Weisheit und Erkenntnis. Die Furcht des Herrn wird sein Schatz sein. Die Furcht des Herrn ist ein Schatz. Und wenn du mit der Furcht des Herrn lebst,
wirst du sichere Zeiten haben. Egal wie die Wirtschaftskrise ist, egal wie es abgeht, egal welche Regierung da ist, egal was da abgeht, die Leute, die mit der Furcht des Herrn leben, haben sichere Zeiten. Amen. Ende. So ist es, ja. Nicht rumposaunen, wie die Welt posaunt, sondern wir machen das, was Gott sagt. Sprüche 14, Vers 27. Die Furcht des Herrn ist eine Quelle des Lebens, um die Fallen des Todes zu meiden. Der Teufel, nach Johannes 10, 10, kommt, um zu stehlen, zu verderben und zu töten. Also sein Ziel ist, dich zu töten. Ende. Da gibt es keinen Drumherum. Er will dich töten, Ende. Gibt keine bessere Erklärung. Er kommt, um dich zu töten, das ist sein Ziel. Jesus ist gekommen, damit du Leben hast und es einen Überfluss hast. Wenn du mit Ehrfurcht Gottes lebst, hast du eine Quelle des Lebens, das ist Jesus Christus. Und die Folge davon ist, dass die Fallen des Todes dich nicht greifen können. Ehrfurcht vor Gott hält dich zurück vor den Fallen des Todes. Kein Autounfall darf dich treffen. Kein Hurrikan darf dich treffen, kein Sturm darf dich treffen, kein Blitzeinschlag darf dich treffen, keine tödliche Krankheit darf dich treffen, kein Flugzeugunfall darf dich treffen, weil die Fallen des Todes müssen dich meiden. Wenn du das glaubst, dann lebst du da drin und das ist der Schatz der Quelle von der Furcht des Herrn. Sprüche 10, 27 sagt, die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Ach, richtig schön. Aber die Jahre der Gottlosen werden verkürzt. Ziemlich cool, ne? Wenn du lange leben wirst, im Neuen Testament gibt es eine Verheißung dafür. Wer kennt sie? Ehre Vater und Mutter, auf dass du ein langes Leben hast. Und da gibt es Leute, deren Lebenstage auch noch vermehrt werden. Lange leben, Ehre Vater und Mutter, und auch noch vermehrt. Nicht durch die richtigen Tabletten, sondern durch die Furcht des Herrn. Viel besser. Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Wer von euch möchte seinen Lauf vollenden? Meine Eltern haben jetzt schon 6 Urenkel, gell? 6, nee, Urenkel. 6 schon, ja. Also Enkel, also Kinder, Enkel und Urenkel. Ja, wir haben sie jetzt besucht. Und meine Mutter sagt auch, das ist ein Privileg, mit dieser Lebenslänge seine Urenkel zu sehen. Urenkel Nummer 1 haben wir getauft, gell? Haben wir getauft schon, ist auch schon bald erwachsen, ja. Richtig, richtig cool. Warum? Weil die Furcht des Herrn vermehrt die Lebenstage. Und du darfst die Frucht deines Lebens sehen. Was ist das für ein Geschenk? Was für ein Geschenk? Ich lade dich ein, die Furcht des Herrn verlängert es. Und Sprüche 22, wir kommen langsam zum Ende. Vers 4. Die Folge der Demut und der Furcht des Herrn ist Reichtum und Ehre und Leben. Wer von euch will Reichtum, Ehre und Leben haben? Das ist die Folge. Die Folge von Demut und von der Furcht des Herrn ist Reichtum, Ehre und Leben. Ich heute lebe im Reichtum, in Ehre und im Leben. Ich lebe da drin. Das ist richtig schön. Richtig schön. Wie kommt man dahin? Durch Demut und Furcht des Herrn. Schmeiß die Menschenfurcht raus, hol Gottes Furcht rein. Vlad Savchuk sagt, suche nicht das Feuer Gottes, suche vielmehr die Furcht Gottes. Das Feuer Gottes ist keine Emotion, auch kein Hype, sondern es entsteht aus der Furcht Gottes. Die Furcht des Herrn, die uns dazu bringt, von Sünde wegzurennen und zu Gott hinzurennen. Lasst uns das nehmen in der Furcht des Herrn. Jetzt die große Frage, wie kommen wir zur Furcht des Herrn? Wie kommen wir denn? Also wer von euch will die haben, die Furcht des Herrn? Wunderbar. Die Gottesfurcht. Wie kommen wir dahin? Punkt Nummer 1. Sei dir der Gegenwart Gottes bewusst in jedem Augenblick deines Lebens. Wir werden jetzt gleich ein Lied singen zusammen, wir erheben dich. Und in diesem Moment sagen wir Gott, du bist die Nummer 1 und jede Menschenfurcht muss jetzt raus. Lobpreisteam darf schon nach vorne. Mach eine Entscheidung in diesem Moment. Du sagst, Gott,
in deiner Gegenwart. Ich möchte leben in deiner Gegenwart. Die allererste Entscheidung ist, dass du sagst, ich nehme die Gottesfurcht an und ich lebe in dem Bewusstsein der Gegenwart Gottes. Das ist eine Entscheidung, die wir treffen. Punkt Nummer zwei, achte und ehre das Wort Gottes. Wenn das Wort Gottes sagt ja, dann heißt es ja. Wenn das Wort Gottes sagt nein, dann heißt es nein. Punkt Nummer drei, halte die Gebote Gottes. Punkt Nummer vier, sei schnell zur Buße. Nicht langsam, sondern schnell zur Buße. Das ist ein Lebensstil in der Ehrfurcht Gottes. Punkt Nummer fünf, renne nicht aus Angst vor Gott weg, sondern renne zu ihm hin. Punkt Nummer sechs, gib Gott die Kontrolle deines Lebens. Punkt Nummer sieben, sei sensibel und gehorsam, wenn der Geist Gottes spricht. Punkt Nummer acht, tritt nicht in Konkurrenz mit deinen Geschwistern, sondern tue einfach das, was Gott dir sagt. Wie oft höre ich das? Ja, aber der und der und der und der, die mit Gottesfurcht, die vergleichen sich gar nicht. Die wissen einfach, Gott hat mich gesetzt, Ende. Hör auf mit dem ganzen Zeug und der kann besser singen und der kann besser leiten, der kann besser predigen und der kann besser... Aus Gottes Sichtweise bist du wunderbar gemacht, fertig. Leute mit Gottesfurcht, die vergleichen sich nicht. Die freuen sich am Erfolg des anderen. Weil er weiß, es ist die gleiche Braut. Wir sind die gleiche Braut. Halleluja, ja? Und Punkt Nummer 9. Hab keine Angst vor den Reaktionen anderer, sondern erfülle den Auftrag Gottes in deinem Leben und predige das, die Wahrheit Gottes mit Klarheit. Erfülle das, ja? Seid ihr bereit dafür? Wir wollen jetzt eine, ich will euch nicht vorrufen, sondern wir wollen jetzt eine prophetische Handlung machen. Wir werden jetzt gleich singen. Wir erheben dich. Mit dem Erheben Gott gegenüber, lade dich ein, nur wenn du willst, geh auf deine Knie. Wenn du das nicht kannst, kein Problem, bleib mal versitzen, wo du bist, ja? Ist nicht schlimm. Mit der Entscheidung, dass wir auf die Knie gehen, wollen wir eine Entscheidung treffen und sagen, Jesus, ich unterwerfe mich dir, Gott, ich unterwerfe mich dir und ab heute bist du Nummer eins in meinem Leben und ich fürchte nicht mehr Menschen, sondern ich will die Ehrfurcht Gottes haben in meinem Leben. Ja? Wir wollen beginnen. Wir erheben dich. Mach es von ganzem Herzen. Gott, nur dich. Gott, du bist die Nummer eins in unserem Leben.
Jesus, als ganze Gemeinde entscheiden wir uns jetzt, unsere Knie zu beugen vor deinen Thron, alles abzulegen vor deinen Thron. Und wir sagen, du bist der Herr. Wir entscheiden uns für die Ehrfurcht Gottes. Du bist die Nummer eins in unserem Leben. Und in der Gemeinde wird die Ehrfurcht Gottes steigen. Unsere Familie wird steigen. Und ich danke dir, Jesus, dass jede Menschenfurcht jetzt ausgetrieben wird durch die vollkommene Liebe und die Ehrfurcht Gottes reinkommt. Wir wollen noch einmal a cappella singen. Wir erheben dich, nur die Stimmen. Wir Jesus, du bist die Nummer eins und wir gehören dir, Jesus. Wir lieben dich. Und alle sagen Amen. Amen. Du darfst gerne wieder Platz nehmen. Lobpreisteam darf wieder runtergehen. Läuft der Livestream noch? Wunderbar. Wir haben eine spezielle Sache noch. Wir haben noch 10 Minuten Zeit. Seid ihr bereit, Julia, Jakob, eure dramatische Geschichte. Erst einmal heute hier in 10 Minuten. Was hat Gott in eurem Leben gemacht? Ich glaube, dass heute, während ihr das jetzt gleich erzählen werdet, genau das Gleiche geschehen wird, wie das, was bei euch geschehen ist. Wir werden am Ende ein Übergabegebet machen und Menschen werden sich heute entscheiden für Jesus Christus, ja? Oh, ich kenne die Geschichte schon, die ist richtig, richtig gut. Seid ihr bereit zu hören? Wunderbar, los geht's. Also erstmal danke, dass wir hier sein dürfen. Ihr habt eine wunderschöne Gemeinde, es ist wirklich schön hier. Ja, wir dürfen einfach Zeugnis geben von dem, was Gott in unserem Leben getan hat. Wir sind beide nicht christlich aufgewachsen, also Glaube war nie Thema bei uns. Und für mich war es so, ich war mir eher sehr sensibles Kind. Also ich habe sehr viel gefühlt und so. Und ich habe nie gelernt, damit umzugehen. Nie, keine Ahnung, irgendwelche Hilfe gehabt, damit war man damit sehr alleine. Und relativ früh, als ich 11, 12 oder so war, habe ich Depressionen bekommen. Genau, schon früh diesen Gedanken, nicht mehr leben zu wollen. Dann mit 14, 15 habe ich angefangen, Gras zu rauchen. Was dann ziemlich schnell jeden Tag wurde. Ich habe so Freundesklicke gehabt, so coole Leute, mit denen ich den ganzen Tag war. Und die sich das auch weitergemacht haben, die schon angefangen, härtere Sachen haben zu nehmen. Auch einige, die angefangen haben, selber zu verkaufen, wo ich selber auch mit da reingekommen bin. Selber angefangen zu verkaufen, bei erst nur sehr klein. Ich wollte flüchten, genau. Habe ein Auslandsjahr gemacht in Neuseeland. Aber ich kann euch sagen, egal wo ihr seid, ihr nehmt euch selber immer mit. Ihr nehmt euch immer mit. Nehmt eure Probleme mit und nehmt euch mit. Selbst am Ende der Erde. Die Erfahrung habe ich gemacht da. Da sind meine Depressionen richtig krass geworden. Dunkelheit komplett über mir eingebrochen. Ich habe sehr stark angefangen, mich selbst zu verletzen. Narben an meinem Körper davon noch. Weil die Dunkelheit mich gepackt hat und mich reingezogen hat und ich nicht rausgekommen bin. Ich kannte keine Tür, ich wusste nicht wie. Ich hatte keine Ahnung, wie ich da rauskommen soll. Habe dann gesagt, ich muss jetzt nach Hause, ich kann hier nicht weitermachen. Bin nach Hause gekommen. Als ich nach Hause gekommen bin, am nächsten Tag direkt erste Techno-Party. Direkt ging es los, harte Drogen, diese Szene komplett reingekommen. Habe dann sehr, ungefähr ein halbes Jahr lang sehr, sehr exzessiv. Mein ganzes Leben hat sich nur noch über Konsum und selber Verkaufen gedreht. Alles, was ich gemacht habe, war nur noch das. Nichts anderes mehr. Bin dann in die Klinik gegangen, dann erstmal rausgekommen, habe aber immer noch weitergemacht wie vorher. Immer noch ab und zu auf Partys gegangen, jedes Wochenende konsumiert. Und eines Tages gehe ich an einen Ort rein, wo ich sehr, sehr oft war, die Tür auf. Und dann sitzt da dieser Mensch. Ja, hallo, mein Name ist Julia und meine Geschichte fängt so an, dass ich halt größtenteils alleine aufgewachsen bin. Meine Eltern waren nicht wirklich für mich da, habe also quasi immer nach Bestätigung, nach Liebe gesucht und versucht, mir die Liebe irgendwie zu bekommen und habe versucht, immer anderen Menschen zu gefallen, habe mich verändert. Dann wurde ich sehr schnell auch gemobbt wegen roten Haaren und wegen dick und denen fiel immer irgendwas anderes ein, ja. Dann wurde ich irgendwann rebellisch, weil ich konnte ja niemandem gefallen, habe dann mein eigenes Ding gemacht und habe dann die Schule gewechselt, habe dann starke Magersucht gehabt und Bulimie und war sehr dünn, aber wurde in der Schule komplett akzeptiert auf einmal, ne, was mich total rausgeworfen hat. Ich dachte mir, okay, cool. Wurde dann rebellisch und habe dann so meinen Film gefahren, hatte dann eine riesen Maske auf. Ja, und dann war es so, dass ich dann mit den schlimmeren Leuten der Schule zu tun hatte, bin dann auch in Drogen gekommen, haben dann Hip-Hop gehört, sind feiern gefahren und irgendwann habe ich dann Techno-Musik geschmeckt und bin dann auch feiern gegangen, sehr exzessiv mit sehr harten Drogen und
habe dann angefangen, selber aufzulegen, war dann auch 10 Jahre DJ in der Techno-Szene. Und ja, dann während der DJ-Zeit bin ich in die Esoterik gerutscht und habe angefangen, Wahrsagerei zu tun, zu zaubern. Das habe ich auch von meiner Mutter etwas mitbekommen. Und ja, ich gebe mal das Mikro nochmal ab. Genau, als wir uns kennengelernt haben, wir sind ziemlich schnell danach zusammengekommen, hat Julia mich damit reingenommen. Das heißt, wir haben uns aufgemacht, unsere Tür in unserem Herzen aufgemacht für die geistliche Welt. Aber nicht für die richtige. Sondern wir haben Türen aufgemacht, in dem, was wir machen, und wir wussten es nicht. In dem Moment, wo wir es gemacht haben, wir wussten es nicht. Wir haben angefangen, unser ganzes Leben darauf auszurichten, unser ganzes Leben auf diese Esoterik auszurichten. Alles, was wir gemacht haben, hat damit zu tun gehabt. Und wir dachten, wir kriegen dadurch. Wir dachten dadurch, wir kriegen Frieden, wir kriegen Freude, wir kriegen Liebe, dies und das, alles. Diese ganzen Prinzipien von Gott, wir dachten, wir bekommen das. Aber was wir gemacht haben, ist, wir haben eine Tür aufgemacht und im Hintergrund kam so viel Schlechtes rein. Krankheit, alles Mögliche. Wir haben uns gestritten, alles. Es war richtig, 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 richtig schlimm. Aber wir haben es nicht gepeilt in dem Moment, weil wir so sehr nur auf das fokussiert waren, was wir gemacht haben. Weil wir so verblendet waren, so verleuchtet. Genau. Und wir haben nicht nach Gott gesucht. Aber er hat uns gefunden. Wir haben uns komplett isoliert von allen Menschen. Komplett nur noch wir zwei. Und eines Tages rutscht in unser YouTube, wovon wir uns ernährt haben, ein Video. Und zwar mit diesem Hintergrund hier. Und dieser Prediger stand da vorne. Und er hat in einem Anzug geredet und hat mit Freude und Autorität gepredigt. Und wir waren gepackt. Wir haben gespürt, dass eine Wahrheit drin, die wir nicht hatten. Es ist eine Wahrheit drin, die wir niemals gespürt haben. Etwas in diesen Worten, was wir nicht verstehen konnten. Genau, und ich dachte am Anfang, ich eigne mir nur etwas dazu an, dass ich jetzt das andere so besser machen kann. Und Daniel, du hast aufgerufen am Ende des Videos, wenn jemand sein Leben noch nicht Jesus Christus übergeben hat, dann sollen sie es jetzt machen. Und wir haben diese Entscheidung getroffen, ohne dass wir wirklich wussten zu diesem Zeitpunkt, was passiert ist. Aber was passiert ist in diesem Moment, ist, dass Gott unser Leben genommen hat und komplett verändert. Von dem, wo wir waren in Finsternis, jetzt, wo wir sind im Licht. Und es hat sich alles verändert. Wirklich komplett. Und mein großer Gott. Halleluja. Genau. Eine Sache, die ich noch erzählen möchte. Hast du noch was dazu? Willst du noch was sehen? Okay. Eine Sache, die ich noch erzählen möchte. 2 Wochen, nachdem wir uns zu Jesus hingewandt haben, wo wir verstanden haben, dass wir ihn wirklich brauchen, wo wir verstanden haben, dass unser ganzes Leben nur mit ihm funktioniert, wo wir verstanden haben, dass wir vor ihm schuldig geworden sind, dass wir seine Vergebung brauchen, klingelt es eines Tages an der Tür bei uns und es war sehr ungewöhnlich, es hat es nie. Und meine Mutter kommt rein auf einmal und sagt, Jakob, ich muss dir was erzählen. Dein Vater ist gestorben. Und wir haben gar nicht damit gerechnet, er war im Krankenhaus vorher, ist an seinem Herz gestorben. Aber ich sehe Gottes Zeitplan. Weil wo mein Vater hier auf der Erde gegangen ist, habe ich einen Vater im Himmel gewonnen. Und dieser Vater ist so viel größer. Und er liebt mich vollkommen. Auf der Beerdigung von meinem Vater sind Menschen zu mir gekommen und gesagt, Jakob, dein Vater hat dich so sehr geliebt. Dich so sehr geliebt. Und ich habe verstanden in dem Moment, wenn mein Vater hier auf der Erde mich schon so sehr geliebt hat, wie viel mehr liebt mich der Vater im Himmel. Wie viel mehr liebt dich der Vater im Himmel. Amen. Richtig, richtig, richtig gut. Ihr seid zum ersten Mal heute hier. Hier bei, wie eure Geburtsstätte, gell? Genau. Ihr seid jetzt zum Glauben gekommen, ihr seid jetzt physisch zum ersten Mal da. Wie hat sich euer Leben verändert, Julia? Vor allem, weil ich dieses Suchen nach Wahrheit und das Finden der Wahrheit, was ist geschehen bei dir? Während du das erzählst, wird das Gleiche hier auch geschehen jetzt. Oh ja, geil. Sehr schön. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe vorher einfach das Böse geliebt. Weil das Böse hat mir Kraft gegeben, ne? Das Böse hat mir so eine Maske gegeben, so es hat mich vor anderen abschrecken wirken lassen und die anderen sind gar nicht erst auf die Idee gekommen, mich irgendwie anzugehen oder so, sondern ich konnte diese fette Maske tragen und somit war ich einfach ich. Also dann war ich nicht ich sozusagen, ja. Aber diese Maske ist dann irgendwann dadurch komplett abgefallen und ich habe gemerkt, dass ich endlich die liebe Julia sein konnte, die ich eigentlich von Natur aus bin. Ich habe ja immer nach Liebe gesucht und ich habe auf einmal verstanden, dass das nur Gott geben konnte. Wir haben immer nach der Wahrheit gesucht, immer nach der Wahrheit gesucht. Wir haben sie gefunden und die Wahrheit ist Jesus Christus. Und Jesus Christus kann dir die Liebe von oben geben, die du endlich anderen wiedergeben kannst. Und du lernst auch die Menschen kennen, die dir auch Liebe wiedergeben können und die es ernst meinen mit dir. Menschen, die alle zu diesem Leib gehören. Das ist so wertvoll. Bei uns hat sich alles verändert. Meine Schulden haben sich aufgelöst.
Ich habe wirklich alles versaut in meinem Leben, wirklich alles. Meine Beziehung zu meinen Eltern ist so wundervoll geworden. Ich habe meinen Eltern vergeben, sie haben mir vergeben, wir haben uns ausgesprochen. Es ist fantastisch. Ich habe keine Verbitterung in mir. Ich habe alles Böse gehen lassen. Ich strahle den ganzen Tag und ich könnte nur noch über Liebe reden, wirklich, die ganze Zeit. Und ich möchte am liebsten alle Menschen mitnehmen. Und mir ist das so wichtig, dass die Menschen verstehen, wie schön es ist, ein Christ zu sein. Halleluja. Das ist so wahnsinnig schön. Ich fange gleich an zu heulen, echt. Es ist... Ihr habt nach Wahrheit gesucht, dann kam dieses Video rein, dann habt ihr gesagt, wir wollen das mal entscheiden, habt ihr für Jesus entschieden, Gott hat alles auf den Kopf gestellt und hat euer Leben verändert, ja? Herzlich willkommen in der Familie Gottes. Voll gut, voll gut. Kannst du nochmal in die Kamera reinsprechen für Leute, die die Wahrheit suchen, die jetzt eine Entscheidung treffen, was man findet in Jesus Christus? Also ich möchte euch wirklich von Herzen einfach nur bitten, dass ihr diesen Weg und diesen Schritt geht. Wir wussten auch nicht, was wir machen. Wir wussten es nicht. Wir haben uns einfach getraut, weil zu verlieren hat man nichts. Aber was wir gefunden haben, ist das Leben. Wir schmecken Liebe, wir schmecken die Ewigkeit. Wir wissen, warum wir auf dieser Erde sind. Wir wissen, dass wir Diener Gottes sind. Und wir sind es von ganzem Herzen. Und wir sind so glücklich, wir sind wahrhaft glücklich. Wir haben keinen Unfrieden mit niemandem auf dieser Welt. Ich bitte euch einfach, dass ihr es versucht und es ihm einfach zu Ehren tut. Weil er ist so groß, er kann alles bei euch verändern, wirklich alles. Er kann alles verändern. Er dreht alles wieder zum Guten. Er hat mich komplett geheilt. Ich hatte so viel, ich hatte Herzaussetzer, alles Mögliche. Er hat so viel Gnade gezeigt. Und wenn der Herr Gnade zeigt, dann schnall dich an. Halleluja. Dann denkst du dir nur, das habe ich gar nicht verdient. Nein, hast du auch nicht. Aber er ist so groß und er ist so toll und er ist der Vater, den wir wirklich brauchen. Das lege ich dir echt ans Herz. Jetzt kommt der Moment, wo genau das Gleiche geschehen wird. Mit Leuten, die jetzt zuschauen. Und das, was bei euch geschehen ist, wird genau jetzt auch geschehen. Gibt es hier jemanden im Raum, der sein Leben heute Jesus Christus geben will? Steh kurz auf, wenn du hier im Raum bist, wenn du dein Leben noch nie Jesus Christus gegeben hast. Und du sagst, ich möchte jetzt mein Leben Jesus Christus geben.